Am Anfang dachte ich mir, ich werde Yogalehrerin und hatte so dieses perfekte Bild von einer Yogalehrerin in meinem Kopf, wie ich so fast schon feenhaft, elfenhaft durch mein Yogastudio gehe. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. 24 Stunden am Tag gut gelaunt, immer gut gelaunt. Also egal, wo man mich sieht, ob man mich auf der Straße sieht, auf dem Yoga, ich bin die Yogalehrerin. Versteht ihr? Und das war meine Illusion. Und dann habe ich gemerkt, so, ich hatte da mein Yoga-Studio, mein eigenes Yoga-Studio. Das, was ich immer wollte, versteht ihr? Ich dachte, wenn ich das hab, da bin ich angekommen. Dann habe ich es geschafft im Leben, dann hat es die Baha geschafft. Hatte ich mein Yoga-Studio, erste Woche, ich unterrichte Yoga. Die Leute sind schon da, ich freue mich, Yoga-Stunden und so weiter. Und dann ging die erste Woche rum und dann dachte ich so an die kommende Woche. Und dann war dieser Gedanke, ah, irgendwie habe ich keinen Bock! Ich so, wie? Kennt ihr diese Zwiegespräche in eurem Kopf? Wie, du hast keinen Bock? Du hast dir deinen Arsch aufgerissen für dieses Yoga-Studio, bin damals in die Schweiz gezogen, habe alles aufgegeben, versteht ihr? Nicht nur fürs Yoga-Studio, sondern auch noch für einen Mann, aber ist eine andere Story, die erzähle ich euch dann am Sonntag. Ja, dann sitze ich da, habe alles, was ich will und dann kommt diese fiese Stimme in meinem Kopf und sagt, hey, ich habe keinen Bock drauf. Und wirklich, habe gemerkt, dass ich hinter dieser Fassade, ich bin die perfekte Yoga-Lehrerin, alles versteckt habe von mir, von dem ich ausgegangen bin, die Leute wollen das nicht sehen. So diese Kanten und Ecken, versteht ihr? Ich wurde diese Fassade, ja, ich bin die feenhafte, elfenhafte Yoga-Lehrerin. Und dann kaum war ich zu Hause von den Yogastunden, wuff, da war mein tiefes, dunkles, schwarzes Loch, in das ich immer wieder gefallen bin. Weil alles, was ich tagsüber unterdrückt habe, kam hoch. Seht ihr? Weil wir sind nicht nur Licht und Liebe. Ich weiß, dass einige vielleicht das denken wollen, aber wir sind auch vieles anderes, was okay ist. Versteht ihr? Wir sind hier, um auch diesen Gegenpol zu erleben. Aber ich habe das damals nicht zugelassen. Und sobald ich zu Hause kam, kam meine inneren Dämonen hoch, die ich ja tagsüber draußen verstecken wollte. Und die haben mich zu Hause fertig gemacht. So kann ich das wirklich sagen. Und irgendwann habe ich diese Fassade fallen lassen. Und ich habe mir wirklich geschworen, ich werde nichts mehr tun für den Preis der Liebe. Mache ich nicht. Wenn die Leute mich für meine Kanten und Ecken nicht lieben, dann sollen sie mich für mein Licht auch nicht lieben. Ende der Geschichte. Das war ein Statement an mich selbst. Weil ich gemerkt habe, ich sterbe. Und wisst ihr, was auch spannend ist? Damals, als ich diese Phase hatte, wo ich ja mich in diese Rolle reingezwungen habe, mein Körper hat mir das signalisiert, ich war runtergemagert, abgemagert. Ich habe 42 Kilo gewogen oder noch weniger, ich weiß es nicht. Ich war nichts mehr, ich war nur noch Luft. Feenhafte, elfenhafte Yoga-Lehrerin. Versteht ihr, wie absurd. Das ist so krass, wie wir uns selbst manipulieren können. Wie wir uns selbst hypnotisieren können. Und ich bin lange Zeit, bin ich nicht aus diesem Traum erwacht. Das ging über 2 Jahre. Ich bin fast draufgegangen. Meine Eltern, immer wenn ich in Ingolstadt war, die wollten mich ins Krankenhaus bringen, weil sie gesagt haben, die Baha stirbt. Ich konnte so nicht sitzen, alles tat weh, weil alles nur Knochen war. Es war ganz, ganz schlimm. Und ich wäre, versteht ihr, ich wäre wirklich gestorben. Nicht an der ganzen Situation, sondern an meinem Stolz. Ich war so stolz, das erreicht zu haben und ich wollte das nicht aufgeben. Lieber wäre ich gestorben. Und das kann ich jetzt nur rückblickend so betrachten. Damals, als ich in dem Film drin war, habe ich das gar nicht so gesehen, versteht ihr? Ich dachte, das ist meine freie Wahl, ich bin ein spiritueller Mensch, ich mache das. Aber so im Nachhinein habe ich gemerkt, boah, ich hab mich fast selbst ins Grab gebracht dadurch. Haarscharf. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das Universum hat sich gedacht, den Scheiß schauen wir uns jetzt nicht mehr an, was die Baha da unten fabriziert. Und da ist wirklich eine Bombe hochgegangen. Keine wirkliche, sondern ein Thema hat sich gezeigt, damals, als ich auf den Malediven war. Und es war wirklich spannend, denn ich hatte da auf den Malediven, das war unsere Flitterwochen sozusagen, und in der Früh bin ich immer aufgestanden, habe mal Yoga gemacht, Sonnenaufgang. Und es gab diesen einen Tag, da konnte ich kaum eine Yoga-Übung machen, weil alles so wehgetan hat. Und an diesem Tag habe ich wirklich gebetet. Und ich bin nicht so der Typ, der betet. Weiß ich nicht, mache ich einfach nicht. Aber an diesem Tag habe ich wirklich gebetet und habe gesagt, hey, mein geistiges Team, Engel, Gott oder wer auch immer da draußen ist, bitte rettet mich. Hilfe. Und es hat dann kaum 3 Stunden gedauert. Ist was passiert.
ist etwas passiert, was mich wirklich in die Knie gezwungen hat und ich musste alles abbrechen. An dem Tag sind wir noch zurückgeflogen. Flitterwochen abgebrochen, Schweiz alles abgebrochen, zurück nach Deutschland, wieder von A beginnen. Es musste aber passieren, weil dort wäre ich draufgegangen. Dort war nichts mehr von mir übrig. Und meine Schwester erzählt es immer noch damals, wenn ich dann mal in Ingolstadt war, ich habe nicht mehr gelacht, ich konnte nicht mehr lachen. Ich hatte die Lebensfreude nicht mehr, weil ich so lange etwas anderes unterdrückt hatte, versteht ihr? Ich habe die ganze Zeit das unterdrückt, dass ich auch anders mal sein darf. Und ich habe alle Energie verloren. Ich habe lange, lange gebraucht, bis ich mich wieder gefangen habe. Und ich kann erst sagen, dass ich so ungefähr seit 3 Jahren wieder ich bin. Es hat lange gebraucht. Und in dieser Zeit habe ich erlebt, was es heißt, wenn die Menschen sagen, manchmal schmerzt die Heilung mehr wie die Wunde selbst. Es hat so wehgetan. So wehgetan. Weil weißt du auch, wie ich bei dir gesagt habe, Chantal, ich war so eine Versagerin. Fuck. Hast dir das alles zusammengebraut, hast dir deinen Traummann manifestiert, dein Traumstudio manifestiert, dann bist du ein Wrack. Ich habe mich so selbst verurteilt. Es war eine ganz, ganz schlimme, dunkle Zeit in meinem Leben. Es war wirklich meine persönliche Hölle. Und wenn ich jetzt darüber spreche, ihr merkt, das macht immer noch was mit mir. Das ist nicht erledigt. Das wird mich mein Leben lang tragen. Und ich glaube daran, dass es etwas gibt, was mich mit Menschen verbindet, und das ist der Schmerz. Ich liebe es zu unterrichten, mit Menschen zu sein, aber ich mache es vor allem aus meinem Schmerz heraus, weil ich als Frau, als Mensch so stark gelitten habe, ich möchte, dass andere nicht so stark leiden müssen. Das ist wirklich meine Intention. Der Schmerz ist der Punkt, der uns verbindet. Und das merkt ihr. Hier jetzt schon, da passiert irgendwas. Ich bin mir sicher, dass ich eine Verbindung zu dir herstellen kann, wenn ich dir erzähle, wie toll ich bin und was ich für Erfolge gemacht habe und wie, was weiß ich was. Aber das, was die Menschen heutzutage sehen wollen, ist deine Verwundbarkeit. Ist, dass du erzählst, was dir noch wehtut.